Das hier ist Elia Triacca vom LC Zürich. Er startet auf der Innenbahn. Diego Klopfenstein gleich neben ihm. Dann Paul McIntyre von Stade Lausanne. Noah Greisser, TV Lengasse Bern. Dann Sebastian Vici vom FSG All. Und Max Arotin von SA Bull. Und Elia Triacca sicher einer der Favoriten in diesem Vorlauf hier. 3:53.04 ist er schon gelaufen. Das ist seine Bestleistung. Und er hat vor allem auch ein sehr starkes Cross gezeigt. In dieser Saison 3. Athleten qualifizieren sich, die ersten drei Athleten qualifizieren sich direkt fürs Finale. Zeiten aus den zwei Vorläufen. Also es bringt sicher etwas, wenn man ein bisschen aufs Tempo drückt. Paul McIntyre an der Spitze von Stade Lausanne. Rotes Shirt mit schwarzer Hose. Max Arotin übernimmt jetzt von SA Bull. Und wir schauen mal die Durchgangszeit bei 300 Meter, liegt bei knapp 46 Sekunden. Also er drückt da vorne die Tube, das heißt, es ist etwa 3 Minuten 50er Tempo, das jetzt angeschlagen wird. Und Diego Klopfenstein muss da schon schauen, dass die Lücke nicht aufgeht. Er ist sicher einer der Mitfavoriten. 3:54 ist er schon gelaufen. Elia Triacca und Diego Klopfenstein sind in diesem Feld sicher zu favorisieren. In Sindelfingen seine Hallenbestleistung gelaufen mit 3:53 und Klopfenstein in Metz an diesem Meeting in Frankreich, wo auch einige andere Schweizerinnen und Schweizer mit am Start waren. Sie lassen den Mann von SA Bull führen. Mittlerweile das Tempo ein bisschen langsamer geworden. Wir sind jetzt bei 1:50 Durchgangs. Die 800 Meter, die sind jetzt dann absolviert in etwa 2:06 schätzungsweise, ja 2:05.3. Also immer noch relativ gut, deutlich unter 4 Minuten Tempo und die drei, die setzen sich ab. Jetzt ist es wichtig natürlich an der Spitze, dass sie diese Plätze hier verteidigen können. Da ist McIntyre noch dabei, Triacca und Klopfenstein. Der braucht hier einen Sonderefort, um die Lücke zu schließen. 1000 Meter durch. Etwa 2:36. Klopfenstein immer noch mit dieser Lücke. Im Schlepptau Greisser von TV Lengasse. Also wenn Klopfenstein aufläuft nach vorne und er wird das auf jeden Fall versuchen, da die Lücke noch zu schließen, dann wird es an der Spitze ein Vierkampf und einer der Athleten, die da lange vorne mit dabei waren, muss dann auf die Zeit hoffen. Vielleicht ist es auch Diego Klopfenstein, der dann auf die Zeit hoffen muss. Er hat den Abgang an der Spitze ein wenig verpasst. Triacca jetzt mit dem Angriff. Und es ist auch Klopfenstein, der nach vorne laufen möchte. Der hat noch einmal umgesetzt. Aber Max Arotin, der wehrt sich da an der Spitze, der ist ein extrem gutes Rennen gelaufen und ich würde es ihm gönnen, wenn er hier seinen Finalplatz schon sichern kann. Und das kann er auch. McIntyre gewinnt vor Triacca in 3:56.32. Ich würde mal sagen, das ist eine gute Leistung für einen Vorlauf. Und
Ja, das Danke, das gebührt ihm hier, dem Mann von SA Bühl, der lange Zeit fürs Tempo verantwortlich war. Und für ihn ist es natürlich auch eine persönliche Bestleistung,